Die letzte Station der AOK Moves You School Match Tour, die Edith-Stein-Schule in Offenbach. Die integrierte Gesamtschule ist eine von 20 Schulen, die im Vorfeld am besten bei einem Online-Quiz abgeschnitten hat. Im Innern des umgebauten amerikanischen Schulbusses können die Mädchen und Jungen auf einem Tablet-PC Sportspiele ausprobieren. Und drinnen in der Schulsporthalle werden sie selbst aktiv. Und zwar an verschiedenen Stationen, die der Hessische Leichtathletikverband zusammengestellt hat. Wir haben verschiedene Komponenten versucht abzudecken, unter anderem die Schnelligkeit, Geschwindigkeit, die Koordination. Ja, und dabei war es uns auch wichtig, dass eben die Teilnehmer kooperieren müssen, sich gegenseitig helfen müssen, sich gegenseitig anfeuern. Ja, und das Anfeuern ist, wie man hört, lautstark. Es wird gerannt und geworfen, so hart wie möglich geschossen, nochmal geworfen und auch getroffen, getanzt, balanciert und wieder gerannt. Bei dem Bewegungsparcours geht es um Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Koordination, Ballgefühl und es geht neben dem Spaß natürlich auch darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Die Aktion der AOK Hessen kommt gut an. Dass sie die Schüler noch von klein auf dazu aufrufen, da Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren, und so, finde ich gut. Also das ist auch selten, dass eine ganze Schule jetzt zusammen Sport macht, und ich finde es auch ziemlich gut. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, also wie man Sport machen kann. Ja. Und das ist ziemlich okay. Viele Stationen abwechslungsreich. Ja. Ich finde es also sehr schön hier, weil es gibt ja viele Sportarten. Am meisten gefällt mir das hier vorne an, also mit dem Rennen. Also und mir finde ich gut, dass die Kinder auch beschäftigt werden. Und wir können ja, jetzt haben wir ja keinen Unterricht, wir sind auch gut. Sehr schön, dass sie es gemacht haben, also organisiert finde ich das sehr gut. Ja, das ist halt für die Schule und auch gut für die Schule. Ja, und auch gut für uns, dass wir Sport treiben. Und das auch gemeinsam, denn was beim Zuschauen auffällt, wenn einer mal etwas nicht so gut kann, sind die Klassenkameraden schnell zur Unterstützung da. Zum Beispiel bei dieser Station, beim Waveboardfahren. Das sieht ja schon beim Zuschauen schwer aus, aber geschafft. Das ist Teamwork. Das war eine richtige Challenge für mich, weil ich stand noch nie auf so einem Waveboard. Aber sie hat mir ja geholfen, deswegen haben wir das gut gemeistert. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen oder so. Aber ich bin gar kein Naturtalent dafür. Ja, also ich fand es cool, weil es hat Spaß gemacht und ich fahre ja auch schon seit längerem Raveboard. Es ist cool und es hat Spaß gemacht. Das positive Feedback freut natürlich auch die Schulleiterin. Sport ist so ein wesentlicher Bestandteil, auch für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Ja, das bindet über die Vereine, das verschafft Respekt vor anderen auch, das ist für, übt Fairness ein. Und was ich bei diesem Projekt AOK Moves You halt auch wirklich für so besonders toll und wichtig erachte, ist, dass hier Teamgeist im Grunde genommen hoch 10 ausgeübt wird. Ja, die Schülerinnen und Schüler arbeiten jahrgangsübergreifend innerhalb der Gruppen. Sie arbeiten dann aber nicht gegen eine andere Gruppe, sondern sie arbeiten alle gemeinsam für ihre Schule. Wer am Ende die fitteste Schule Hessens wird, das steht noch nicht fest. Die Punkte müssen noch ausgezählt werden. Die Gewinnerschule kann übrigens zur Belohnung am 21. Juni die AOK Schools Out Summer Party an ihrer eigenen Schule feiern. Zusammen mit den Breakdance-Weltmeistern Flying Steps und TV-Moderatorin Paulina Roginski.